Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Ich bin schon mitten auf Mission und habe schon ein wenig rumgekloppt, bis ich gemerkt habe, hey, die Aufnahme hat nicht hundertprozentig funktioniert und es war nur am Laggen und so und da musste ich jetzt ein paar Programme und Spiele ausmachen und so. Und deswegen sind wir wieder dabei und starten rein, wo ich schon 5 Minuten gekloppt habe. Ja, momentan ist es so, Monster Hunter Online kommt nicht so kontinuierlich täglich, weil ich habe irgendwie ein Großteil der Lust einfach verloren, weil es so ewig rumgefarmt ist. Ich weiß, der eine oder andere hat jetzt auch schon gesagt, hey, MMOs sind halt so, man muss halt lange farmen. Aber ich farme schon seit 2 Jahren und immer wieder, wenn ich gerade ein gewisses Level erreicht habe und, bald ist es soweit, immer wenn ich ein gewisses Level erreicht habe, gutes Equipment zusammengefarmt habe und so weiter, kommt der nächste Update und das komplette Equip wird schon wieder zurückgesetzt und ist nichts mehr wert. Ich hatte mal ein echt gutes Equipment gerade soweit und naja, es ist dann ja nicht so, dass der neue Content dann kommt, sondern man kloppt im neuen Content die alten Monster wieder und wieder, um den Equipstand, den man hatte, nochmal zu wiederholen und ich finde, das zieht sich einfach wie Kaugummi, indem man immer dieselben Monster wieder und wieder killt und deswegen, naja, habe ich momentan einfach mehr Spaß an anderen Spielen, ist leider so. Umso mehr freue ich mich aber darauf, sobald neue Spiele rauskommen und vor allem auch so Monster Hunter World, da warte ich ja extrem drauf. Viele andere aber auch. So, wir gucken einfach, was wir mitnehmen können im Monster Hunter Online noch. Na, komm her. Ja, Mist, der hat noch getroffen. Verdammt, da habe ich die Kamera nicht schnell genug gedreht bekommen. Ich finde das Monster nicht sonderlich schwer. Mein Problem ist halt nur, der macht halt extrem Schaden, weil es halt G2-Rang ist und unsere Rüstung ist halt... Wow, gerade so. Na, komm her. Oh, unsere Katze ist gerade weg. Ah, nein, lass das. Toll. Haut er ab oder was macht er? Nee, nicht wirklich. Blub, 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 blub. Ich liebe die Geräusche, die er macht. Hm, er haut ab. Feigling. Wir haben übrigens 2 von dem auf dem Feld, also von daher ist noch nichts vorbei. Und danach sollten wir im nächsten G-Rang sein und schauen, was es da für lustige Monster gibt. Wahrscheinlich dieselben wie immer. Yay. Wie ihr merkt, gerade aktuell ist auch kein Englisch-Patch drin. Die haben heute Nacht, Monster Hunter Online gepatcht. Also generell gab es einen neuen Game-Patch. Und somit ist halt der Englisch-Patch momentan passé. Es gibt auch noch keinen neuen, habe ich gesehen gehabt. Aber uns soll das nicht stören. Wir spielen weiter auf Chinesisch. Spuck. Ah, toll. Er hat uns getroffen.
Ach, verdammt. Ich sehe kommen, dass wir gleich einmal draufgehen werden. Wow. Wobei, wir können uns auch einfach heilen. Wir haben ja noch ein paar Pots. Ich habe es vergessen, jetzt neue einzupacken anscheinend. Oder ich habe schon 5 verbraucht. Ich weiß es nicht. Oh, hat sich verschluckt. Da kam ich nicht mehr unter seinem Arm raus, war ich unter seinen Achseln gefangen. Oh. Naja, da haben wir den gleich schon auseinandergenommen. Ist der down? Matsch. Okay, der ist down. Mal gucken, wo ist der andere? Auf Feld 3. So, kleinen Moment. Ich habe vergessen, dass mein Handy einen Wecker irgendwie auf schon seit einer halben Stunde anhat und vibrieren ist. So. Snooze ausgemacht. Wir scheinen auch irgendwelche... Ja, nee, keine Ahnung, ob es neue Quests gibt. Ich muss mich gleich mal draußen ein bisschen umgucken in der Stadt und so. Und mal versuchen rauszufinden, was die mit dem neuen Patch reingebracht haben. Hallo! Na toll, bin ich voll in die Krabbe reingerammt. Ich weiß nicht, ob das der neue ist oder den wir zuerst bekloppt haben. Könnte sein, dass das der erste war, der schon so halb down war. Danke fürs Stehenbleiben. Verschluckt. Ich sehe nichts. Es steht irgendwie 50% des Kampfes in mir drin. Oder ich in ihm. Und zack. Oh Mann, die Krabben halten mich alle auf hier. Wir haben es, wenn wir... Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme gesagt oder er hat eben schon im Anfang. Was? Der kann fliegen. Der kann echt fliegen? Okay. Ob ich es eben schon in der Anfangsaufnahme gesagt habe oder jetzt gerade schon mal. Aber wenn wir die besiegt haben, sind wir im nächsten G-Rang. Und mal gucken, was uns da erwartet. Zerholzen. Okay, wird mal Zeit, kurz für eine Portion. Na komm.
Scheiße. Ich bleib mal lieber liegen. Na, komm her. Alter, er spielt Ping-Pong mit mir. Das gibt's doch nicht. Bam. Okay, jetzt hat er ein paar Mal schon mich umgenockt. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Für den passenden Moment zum Angreifen. Jetzt vielleicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Strumpf, wie wär's mit einer Heilung? Strumpf hat keine Lust mehr zu heilen. Wow, wir wurden doch geheilt. Glücklich. Okay. Ich glaube, der ist gleich down. Okay, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Monster und gucken mal, was wir jetzt noch zu farmen haben. Bis gleich. Okay, hallo Leute, ich habe mich vertan. Wir haben noch zwei weitere Quests in G-Rang 3 offen. Die waren auf der zweiten Seite. Das heißt, wir gehen die jetzt einfach eben kurz an. Ich buffoote mir Buffoot rein. Zack. Und ich habe die Quest schon angenommen, das heißt, wir dürften uns gleich rein teleportieren. Tada, voll gebufft. Oder wir können es auch direkt annehmen. Wie ihr seht, Leithenna und ein roter Kesu. Und danach gibt es noch eine Quest mit drei Monstern. Also doch noch nicht so weit. So. Und da wären wir. Ich musste mir extra neue G-Portionen kaufen. Die waren nämlich irgendwie ziemlich leer. Ich hatte keine einzige mehr bei Ken. Hier ist das Feld ist so riesig, ich nehme hier lieber ein paar von den Portionen. Guck mal, wo die Gegner sind. Okay, ich wäre jetzt ewig im Kreis gelaufen. Beziehungsweise hätte sie dadurch verfehlt. Einer ist auf Feld 6, einer ist auf Feld 3, also hinterher. Tap. Körper. Okay, wir haben uns für den roten Käse entschieden. Solange er noch nicht in seinem Strommodus ist, geht's ja noch. Ja.
Oh, jetzt schon? Am Schnuppern? Oh, 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 es ist so... Wow, es ist so weit. Und wenn ich mich jetzt nicht heile, bin ich tot. Oh, ich wurde geheilt. Genau so war das. Ich muss gucken, dass wenn er springt, ich an der Seite bin. Wow. Ah, toll. Und schon wieder. Wow. Es ist eigentlich genug Zeit, um wegzukommen. Au, verdammt. Oh nein, nicht auf mich. Verdammt, ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass wir den noch umhauen. Egal, er fliegt weg. Ich schau mal schnell, wohin er fliegt, denn ich habe keine Lust, den jetzt ewig zu suchen. Auf Feld 9, okay. Wow, da ist er. Oh, ich werde drauf gehen. Oder auch nicht. Okay, er hat seine Energie verbraucht. Mistvieh, hör auf wegzuhüpfen. Ich hätte einfach aufhören sollen zu schlagen. Ach komm schon. Okay, er ist wieder aufgeladen. Na, ah, spring doch! Glück gehabt. Und da ist er gefallen. Super. Komm, Specknacken, fall um. Yeah.
Okay, wir haben es geschafft. Erster Down. Ich sollte mal vielleicht für Monster Hunter Online als Hintergrundmusik auch einfach alle möglichen Monster Hunter Tracks nehmen, die ich habe oder die ich mir besorgen kann. Ich habe irgendwo noch, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, das machen wir nächstes Mal. Ein paar Monster Hunter Songs runterladen oder so, dass wir dann auch im Hintergrund Monster Hunter Musik spielen können. Ich darf ja die Game Sound Musik verwenden, offiziell von Capcom durch die Duldungserklärung, die ich bekommen habe. Mist. Ich habe vergessen, dass wir Laetena bekämpfen müssen und ich hasse Laetena. Laetena ist einfach hyperaktiv. Komm runter. Verdammt. Danke, kleiner Bulldrum. Die heißt nicht Bulldrum. Fangu. Runter da, komm wieder runter. Er haut ab. Na. Mal gucken, wohin. Fast wäre ich die Wand hochgeklettert und drauf reingefallen. Der ist auf Feld 5, also können wir direkt zur 4 und zur 5. Bin wieder da. Verdammt! Hat er mich geblockt mit seinem Scheiß. Schuss. Komm, runter. Ja, super. Ey, ich sehe nichts. Chaos. Würdest du bitte runterkommen? Das zieht sich jetzt einfach unweigerlich in die Länge, dadurch, dass das Vieh so hyperaktiv durch die Gegend flitzt. Da oben rechts explodiert gerade. Ah. Schon. Oh mein, verdammt. Na also. Sorry.
zumindest mal ein bisschen Schaden gemacht, dass der vielleicht jetzt öfters umfällt. Mistvieh! Der macht aber wenig Schaden. Der macht halt nervtötenden Schaden. Komm, fall um schon. Ach, ist es echt schon wieder so weit? Verdammt. Wir brauchen viel zu lange für den. What? Okay, ich wollte sagen, hoffentlich hat er sich jetzt nicht weggebackt. Okay, wird dann doch eine etwas längere Folge dank diesem lustigen kleinen quietschfidelen Viehchen hier. Oh, wir haben dich gefunden. Nein. Verdammt, ich wollte gerade noch wegrollen. Oh, jetzt reicht's aber. Alter, was macht der denn für eine Scheißbiege? Drecksvieh! Das gibt's gar nicht, ey. Komm, erstmal hier heilen. Das ist ein Traum. Oh Mann, ey. Komm, runter. Und wieder rausgesprungen. Alter, jetzt geht er aber ab. Bitte landen. Aua. Danke, lieber Bullfango. So, jetzt aber. Verdammt, ich dachte, ich würde rumgerannt kommen. Komm.
Allein wegen dem ist die Folge jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten lang. Oh. Jetzt verarschen? Wo ist es hin? Also hinterher. Oh, die Katzen hingen in der Wand fest. Leck mich doch am Arsch. So, jetzt aber. No, das gibt's nicht. Bleib liegen. Alter. Ja, jetzt willst du abhauen? Komm runter da, verdammt! Ich vermute, wir waren wieder auf Feld 7. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Dafür haben wir ja die komischen Portionen. Okay, und da bist du ja. Ja, toll, dankeschön. 10 Minuten noch, yeah. Okay, wir haben es geschafft. Und damit beenden wir auch die Aufnahmen für heute. Jetzt haben wir eine lange, lange Folge gemacht. Und ja, mal schauen, wann ich weitermache. Als nächstes kommen wieder drei Monster, die wir schon 10.000 Mal gekillt haben. Und ja, war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich konzentriere mich momentan, wie gesagt, mehr auf die anderen Spiele, wie halt Monster Hunter Stories, Ragnarok Online und Hellblade. Nächsten Monat kommen ja auch noch neue Spiele raus wie South Park, der neue Teil, und definitiv Destiny 2. Bedeutet, Monster Hunter Online muss einfach aktuell ein bisschen zurückstecken. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu krumm und es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr auch mal in eins der anderen Videos reinschaut und mit mir gemeinsam meinen Weg beschreitet. Bis dahin, wünsche euch was. Ciao, ciao.